Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade dabei, ein bisschen Beauty zu machen und wollte euch eine Sache mitteilen. Ihr wisst ja, bei Mermaid & Me wurden ja schon vor längerer Zeit die Preise wirklich drastisch runtergesetzt. Also, dass wirklich man sich über das ganze Jahr ganz in Ruhe sich dort seine Produkte kaufen kann, die man braucht, ohne irgendwie großartig auf irgendwas zu warten, ob es jetzt irgendwelche Angebote oder sind. Und deswegen, die sind ja eh schon richtig, richtig krass reduziert. Aber Mermaid & Me hat jetzt eine richtig coole Aktion ins Leben gerufen, und zwar 100 Tage Sommer. Und in diesen 100 Tagen könnt ihr euch nochmal richtig, richtig fett obendrauf was sparen. Und zwar mit meinem Rabattcode AmandaSummer 30% ab einem Mindestbestellwert von 49 Euro. Und zwar einfach on top zu diesen sowieso schon so krass reduzierten Preisen. Also mega, mega genial. Ich kann euch nur ans Herz legen, pflegt eure Haare. Gerade im Sommer ist es so krass, durch die UV-Strahlen, die können die Haare so schädigen. Also die Feuchtigkeit wird nämlich rausgesaugt, eure Haare werden trocken und spröde, die Spitzen brechen dann umso leichter ab, die Kopfhaut kann richtig austrocknen. Also Pflege, 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 Pflege. Was Besseres könnt ihr nicht machen. Bei Mermaid & Me, muss ich sagen, habe ich so meine zwei Lieblingsserien, die Masken und natürlich die dazugehörigen Shampoos. Ich habe jetzt hier zum Beispiel aktuell gerade die Hibiskus-Serie Shampoo und Conditioner. Das ist die dazugehörige Maske, und die Papaya mag ich auch sehr, sehr gerne, weil da werde ich auch immer wieder nachgefragt, hey, was sind deine Lieblingsserien? Die hier ist nämlich für Glanz zuständig und die hier für starkes Haar. Und beide glänzen oder klären aber die Kopfhaut. Deswegen fetten die Haare nicht so schnell nach, weil die Kopfhaut richtig schön gereinigt wird. Das ist nämlich das Besondere bei den Mermaid & Me Masken. Und deswegen für mich persönlich mit keinen Masken, die es auf dem Markt gibt, zu vergleichen. Egal ob Drogerie oder High-End, völlig wurscht, weil durch diese Masken, ich habe früher meine Haare, hätte ich theoretisch zweimal am Tag waschen können. Wenn ich die morgens gewaschen habe, waren die abends schon wieder komplett fettig. Das war nicht normal, wie meine Haare, wie schnell fettig die geworden sind. Und seit ich die Mermaid & Me Masken verwende, kann ich meine Haare wirklich tagelang offen tragen. Natürlich nach ein paar Tagen trage ich sie auch in einem Dutt. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade meine Haare seit wieder 7 Tagen nicht gewaschen, und es ist wirklich nicht dramatisch. Die glänzen, das ist aber kein Fett, sondern die glänzen, weil sie gesund sind. Genau, ich habe jetzt heute Morgen einfach mir nur einen hohen Dutt reingemacht. Also wirklich ganz, ganz, ganz große Liebe, aber das habt ihr ja bei mir, seht ihr das ja immer, ich benutze immer die Mermaid & Me Masken. Ich habe jetzt heute mir mal die Sun Edition hier rausgesucht, weil ich die jetzt gerne mal benutzen möchte, gerade jetzt, wo es halt so krass heiß ist. Es gibt einmal den Shampoo und den Conditioner. Da ist zum Beispiel ganz, ganz verschiedene Vitaminkomplexe drin, die einfach super gut für eure Haare sind, viel Feuchtigkeit spenden. Hier beim Shampoo ist sogar noch, was hatte ich da gelesen, gelbe Tonerde. Richtig, richtig nice. Also gerade für Haare, die viel in der Sonne sind, ist es mega. Und ich werde jetzt auf jeden Fall erst einmal die dazugehörige Maske verwenden. Die ist eben dafür da, das Haar wieder zu regenerieren, viel Feuchtigkeit zu spenden. Aber auch die klärt die Kopfhaut, also dass die Kopfhaut richtig, richtig schön gereinigt wird. Und deswegen, bei Mermaid & Me ist es ja auch anders als bei anderen Masken. Man kennt das ja eigentlich so, man wäscht seine Haare, dann macht man sich eine Maske rein, lässt die einwirken, spült die aus und fertig. Und bei Mermaid & Me ist es halt eben so, man macht die Masken als allererstes ins trockene Haar, und zwar wirklich von der Kopfhaut bis in die Spitzen, und dann lässt man sie so lange es geht drinne. Mindestens 15 Minuten, wenn ihr länger könnt, natürlich noch länger. Und dann erst ganz normal mit Wasser, Shampoo und so weiter auswaschen. Und eure Haare werden es euch danken. Ich hatte ja an meinem Hochzeitstag zum Beispiel, hatte ich die Avo in Love Mask verwendet, weil das einer der Masken ist, die man nachträglich reinmacht, einfach weil ich die Zeit tatsächlich an dem Tag nicht hatte. Und dann habe ich mir einfach die Haare gewaschen, die Maske reingemacht und sie einfach so hochgesteckt. Währenddessen war ich dann duschen und so weiter. Dann habe ich sie schön einwirken lassen und im Nachhinein ausgespült. Und meine Haare waren so schön weich und glänzend. Also auch die Maske. Generell die ganzen Produkte von Mermaid & Me. Ich liebe auch vor allen Dingen, also einer meiner absoluten Lieblinge, Must-Haves,
Das benutze ich jedes einzelne Mal, wenn ich meine Haare föhne. Sobald ich meine Haare ausgewaschen habe und sie ein bisschen im Handtuch drin gehabt habe, benutze ich immer dieses Spray hier, das Shine-On-Spray. Das ist einmal, um den Haaren nochmal so ein bisschen Glanz zu verleihen, aber das ist noch nicht mal der Hauptgrund, weswegen ich das benutze, sondern wegen einem Hitzeschutz. Hier ist Hitzeschutz drin und es riecht auch noch lecker. Also Hitzeschutz, ganz, 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 ganz wichtig, das A und O für eure Haare. Selbst wenn ihr keine Lockenstäbe oder Glätteisen benutzt, sondern einfach nur eure Haare föhnt, weil das ist auch schon Hitze. Also so ein Föhn kann ja schon gut heiß werden. Deswegen immer, immer Hitzeschutz benutzen. Ganz, 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 ganz wichtig. Und natürlich auch Haaröle. Ich habe hier jetzt zum Beispiel mein liebstes Haaröl. Das ist das Coconut Bay Hair Oil. Da reicht es wirklich, schaut mal, die Flasche ist wirklich noch bis hier oben hin voll. Weil man immer nur wirklich ein paar Tropfen braucht und das gebe ich dann immer so ein bisschen in die, noch nicht mal so sehr in die Länge, sondern eher in die Spitzen. Und das ist einfach nur mega genial. Die Haare saugen das richtig auf. Also ganz, ganz große Liebe. Ich werde mir jetzt, wie gesagt, heute diese Maske drauf machen und kann euch da dann auch gerne mal ein Feedback geben. Aber da ist es, wie gesagt, wie bei den anderen Masken von Mermaid & Me, einfach, einfach von der Kopfhaut bisschen die Spitzen schön einmassieren und einfach so lange es geht einwirken lassen. Ich mache das immer ganz gerne, wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt gerade ein bisschen Haushalt zum Beispiel machen, dass ich dann mir die Maske in die Haare mache, mache dann meinen Haushalt. Oder wenn ich weiß, ich gehe jetzt zum Beispiel baden in Ruhe, dann mache ich mir auch gerne immer eine Maske rein und lasse sie dann schön lange einwirken. Oder wenn ich weiß, okay, ich gehe jetzt duschen, dann mache ich das auch gerne rein. Und währenddessen ich dusche und mich peele und rasiere und mache und tue, kann dann meine Haarmaske währenddessen schön in Ruhe einwirken. Also ich mache das immer so, dass ich das immer erstmal alles auf die Kopfhaut drauf mache und es schön einmassiere und dann mich in die Längen und Spitzen sozusagen vorarbeite. Es hat übrigens einen richtig leckeren Zitrusduft, aber nicht so eklig penetrant, sondern so richtig lecker angenehm, so richtig, ja, Sommer einfach. Es riecht richtig nach Sommer, Sonnenschein, lecker. Ja, ich werde das jetzt mal einmassieren und dann schön einwirken lassen. Später, wenn ich meine Haare dann ausgewaschen habe und sie mal geföhnt habe, vielleicht föhne ich sie auch gar nicht. Ich versuche momentan auch so wenig wie möglich meine Haare irgendwie zu föhnen oder irgendwie zu glätten zu machen und zu tun. Einfach Luft trocknen lassen und dann kann ich euch später auf jeden Fall nochmal das Ergebnis zeigen. Aber meine Haare, man möchte immer so ein gutes Vorher-Nachher-Ergebnis haben, aber das habe ich momentan tatsächlich gar nicht, weil meine Haare komplett gesund sind. Auch wenn ich sie jetzt, schaut mal, ich habe sie eine Woche nicht gewaschen, aber trotzdem sind die nicht trocken, die sind nicht spröde oder so. Klar, ich merke das auch, wenn ich mal einen ganzen Tag in der Sonne irgendwie gewesen bin, dass meine Haare auf jeden Fall so ein bisschen trockener sind. Und dann ist es halt eben wichtig, dann schön zu pflegen und dann sind die Haare auch wieder fein. Also, oh, ich liebe diesen Duft, das macht jetzt gerade so richtig Lust auf irgendwie so einen leckeren, ja, Cocktail oder so, der so Zitrusfrüchte in sich hat. Boah, richtig, richtig nice. Ja, ich lasse das Ganze jetzt einwirken und zeige euch dann später auf jeden Fall noch das Endergebnis. Ihr könnt gerne mal bei Mermaid & Me vorbeischauen. Ich werde euch alles in die Infobox verlinken. Wie gesagt, es ist schon alles richtig, richtig, richtig heftig reduziert. Also dauerhafte Preissenkung und ihr kriegt darauf jetzt nochmal obendrauf 30%. Das ist sehr, 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 sehr nice. Deswegen schaut euch sehr, sehr gerne um und nutzt gerne den Code. So, da melde ich mich mal wieder einige Stunden später. Ich habe mittlerweile echt eine gute Beauty-Routine hinter mir. Ich habe meine Haare, die waren jetzt schon halb trocken gewesen, so lufttrocknen habe ich sie ein bisschen lassen. Und dann bin ich jetzt aber doch nochmal gerade so ein bisschen drüber gegangen, dass die ein bisschen glatter dann halt eben sind. Und ihr das bisschen besser sehen könnt hoffentlich. Die sind noch ein bisschen nass, aber man sieht es, glaube ich, ganz gut. Die sind einfach nur am Glänzen. Also wirklich, und zwar wirklich von oben bis nach unten, bis hierhin zu den Spitzen. So schön. Und die sind super weich. Also richtig, richtig heftig weich. Und zwar wirklich bis in die Spitzen. Man kennt das ja, wenn die Spitzen sich so spröde anfühlen und so trocken und sowas. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Und ich habe hier noch kein Öl oder sowas reingemacht. Das ist wirklich jetzt so komplett einfach nur trocken geföhnt. Und die Spitzen fühlen sich unglaublich weich an. Also ich würde jetzt nicht wissen, wenn ich die Augen zu hätte, würde ich jetzt gerade die Spitzen anfassen oder hier mittendrin im Haar. Das ist wirklich so, 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 so weich.
Ich kann es euch nur empfehlen und ans Herz legen. Schaut euch bei Mermaid & Me um. Vor allen Dingen jetzt hier in diesem Summer Sale. Wirklich mega, mega, mega Rabatte. Ich werde euch alles nochmal in die Infobox verlinken. Schaut sehr gerne vorbei und für euch geht's jetzt mit dem Vlog weiter. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir starten hier erstmal mit einem richtig leckeren Frühstück, Brunch. Ganz viele Brötchen sind hier drin. Sieht man gar nicht, dass sie schön weich bleiben. Und Brezel, yummy. Mami, ja, Schätzi. Lecker. Und einen Obstsalat habe ich auch noch gerade gemacht. So, wir frühstücken und dann wird heute ausschließlich gechillt. Liebe Amanda, liebe Bisi, heute ist der Tag, den ihr lange vorbereitet habt und euch gewünscht habt, die kirchliche Bestätigung eurer Ehe. Wenn ihr mich braucht, bin ich immer für euch da. Eure Mama, eure Schwiegermama, teils Schwiegermama. Bravo! Ich bin nicht gut in Reden, aber es ist so, wie es ist. Wir haben gerade unsere restliche Torte abgeholt. Das ist wirklich noch ein komplettes Stockwerk, aber komplett bueno. Ich freue mich richtig, das wird heute Mittag und Abendessen auf jeden Fall werden. Haben wir gerade noch von der Location abgeholt. Hallo, ihr Lieben! Oh Gott, ich melde mich jetzt auch nicht mehr, habe mich jetzt nicht großartig gemeldet heute, aber es wird auch nicht mehr werden. Wir haben mittlerweile schon 6:30. Mein Mann holt gerade für uns was zu essen, dass wir ja noch zusammen Abendessen und dann, wir sind wirklich die ganze Zeit am Chillen. Meine Tante und der Dietmar sind mittlerweile auch schon lange gegangen, nachdem wir zusammen gefrühstückt haben. Wir haben fleißig unsere Blumen hier verteilt, aber ich genieße sie auch noch. Sie sind so schön, also echt richtig, richtig nice. Der Elias hat hier schon unsere ganzen Schnappschüsse dran gemacht. So sah das übrigens aus. Also da sind dann immer 3 Bilder gewesen. Und hier unten dann sozusagen mit diesem Hexagon unsere Namen und Datum. Genau. Wir haben noch viel, 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 viel mehr. Aber das waren jetzt so, die jetzt bei uns rumstanden noch oder rumlagen. Der Elias musste sie alle dran machen. Ja, wir haben uns ja einige Videos und Fotos angeschaut, die ganzen Gäste auch gemacht haben. Aber es wurde nicht so viel gemacht. Ich habe auch allen gesagt, hey, genießt einfach den Tag, filmt nicht so viel. Unser Video- und Fototeam ist ja da fleißig am Machen. Genau. Ja, wenn mein Mann gleich wieder zurückkommt, werden wir zusammen Abendessen und dann einfach weiter chillen, bis wir irgendwann mal dann im Bett liegen können. Und mal richtig die Nacht durchschlafen, das fehlt. Also ich merke schon, dass ich gut müde bin. Ich habe auch tatsächlich ein bisschen mit Blasenentzündung zu kämpfen. Heute Morgen war es ganz extrem. Da hatte ich nonstop das Gefühl, ich muss auf Toilette und bin ständig auf Toilette gerannt und es kam irgendwie ein Tropf raus. Aber jetzt gerade gar nicht mehr. Also ich habe auch eine Ibuprofen extra mal genommen. Ja, Schatzi, das ist der falsche Fuß. Ja, hier rein. Guck mal, hier in dieses Füßchen. Und das hat anscheinend geholfen. Achtung. So. Ja, der Papa ist nämlich zu lange weg schon mit dem Lias. Und das gefällt dem Samo überhaupt nicht. Die haben aber draußen schon fleißig im Pool heute geplanscht. Und überhaupt, heute sind es auch 6 Grad weniger, also kühler als gestern. Wir hatten gestern dann letzten Endes, ich glaube, 38 Grad. Also es war wirklich brutal, brutal heiß gestern. Das ist auch etwas, was mir halt eben die ganze Zeit zu schaffen gemacht hat, gerade bei den Shootings und so weiter. Ja. Generell ist ja auch nicht, ja, fertig. Generell ist ja auch nicht alles hundertprozentig glatt gelaufen. Also gerade mit einem Dienstleister bin ich da jetzt gerade am Schreiben, in der Hoffnung, dass ich da ein bisschen Geld zurückbekomme, weil da echt von der Seite echt ein bisschen was schiefgelaufen ist. Aber ich habe euch ja schon gesagt, ich werde mal so ein Hochzeitsvideo machen, so ein Q&A-Video und mal genau berichten, wie was abgelaufen ist, was gut abgelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist, wo was schief gelaufen ist und was man hätte anders besser machen können, was super gewesen ist und so weiter, werde ich auf jeden Fall mal so eine Zusammenfassung machen. Das werde ich aber, glaube ich, alles so ab Dienstag angehen. Mein Mann hat sich nämlich morgen den Tag noch freigenommen und wir wollen morgen mal den Tag richtig schön zusammen genießen, weil heute ist nochmal so Family Day mit den Kids und so weiter und morgen, wenn die im Kindergarten sind, können wir mal so richtig chillen und ich glaube, wir werden den ganzen Tag einfach nur auf der Couch liegen, Fernseher gucken und schlafen und einfach wieder mal Energie tanken von den letzten Wochen wirklich, also genau, ja, deswegen glaube ich, dass ich mich so richtig, richtig, richtig ab Dienstag wieder melden werde.
bin am Überlegen, ich werde vielleicht auch mal euch dann so einen kleinen, so kurz zeigen, was wir so alles geschenkt bekommen haben. Wir haben hauptsächlich natürlich einfach Geldumschläge bekommen, aber wir haben auch so ein paar Geschenke bekommen. Unter anderem, ich gucke nämlich gerade drauf, so ein kleines Zitronenbäumchen, super, super süß, aber auch so gebastelte Sachen. Deswegen, ich werde euch das auf jeden Fall dann auch nochmal zeigen, bevor wir das dann auspacken. Genau. Joa, aber ansonsten passiert heute nicht mehr großartig irgendwie was, außer chillen, chillen, chillen und hier im Wasser planschen, die Sonne genießen. Und deswegen würde ich sagen, ich schau mal, dass ich mich morgen, spätestens Dienstag, dann wieder richtig bei euch melde, ihr Lieben. Also, bis dann. Ciao, ciao. Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Montag früh, es regnet. Wir wurden heute Morgen vom Regen überrascht. Überrascht, weil keiner von uns in den Wetterbericht reingeschaut hat, tatsächlich. Weil wir hatten wirklich draußen noch die Auflagen, die liegen und so weiter. Gott sei Dank hatte es noch nicht lange geregnet. Es hatte erst so dann langsam angefangen. Und als ich zu meinem Mann gesagt hatte, boah, jetzt müssen wir gerade mal unten aufmachen und einmal komplett durchlüften. Das ist so schön kühl, weil es sind irgendwie aktuell nur 17 Grad. Weil das ganze Haus ist ja einfach nur heiß von den letzten Tagen. Und deswegen haben wir überall aufgemacht. Und dann hat es angefangen zu regnen. Und wir hatten es aber wirklich erst so bestimmt eine Viertelstunde später gerafft, dass draußen noch total die Sachen liegen. Aber es war so leicht am Regnen. Also jetzt nicht extrem, dass alles komplett durchgenässt ist, aber naja, mittlerweile schon 8:45. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal die Jungs so spät weggebracht habe. Die haben wirklich beide bis nach 7 geschlafen. Den Samo musste man sogar wecken. Also das war richtig krass. Ja, jetzt sind sie im Kindergarten. Heute wird ja fotografiert und morgen auch. Da gibt's, es wird allerdings kein richtiges normales Fotoshooting geben, wie man es so kennt, sondern da wird eine Fotografin sein, die heute und morgen den ganzen Tag die Kinder sozusagen begleitet und in diesen Alltagssituationen, also im Kindergarten, während dem Spielen, während dem Turnen, Essen, was weiß ich, wird sie halt eben ständig Fotos machen und die wird man dann sozusagen alle bekommen und man kann sich dann die aussuchen, welche man halt eben behalten und somit kaufen möchte. Genau. Ja, also finde ich ganz cool, die Kinder so in Alltagssituationen zu fotografieren, aber halt eben professionell. Aber so ein paar professionelle Fotos, so ein Gruppenfoto, so wie man es halt eben kennt, würde ich eigentlich auch ganz cool finden. Also ich hoffe, dass sie zumindest mal dann so ein Gruppenfoto von der jeweiligen Gruppe machen. Das ist schon, sind schon immer schöne Erinnerungen. Also ich habe diese ganzen Sachen noch aus dem Kindergarten und aus der Schulzeit und sowas. Das ist schon sehr schön. Deswegen, ja, es ist mal was anderes, wie die das jetzt machen, aber so ein ganz simples Gruppenfoto, wie man es kennt, wäre auch nicht verkehrt. Also mal gucken, vielleicht machen die ja irgendwie sowas. Ich fahre jetzt direkt wieder heim, beziehungsweise bin jetzt schon wieder zu Hause und werde jetzt bis 12.30 Uhr, bis wir den Samen abholen, einfach nur chillen. Mit meinem Mann zusammen. Später, wenn die Kids wieder da sind oder wenn der Samo Mittagsschlaf macht, werde ich mich aber auf jeden Fall heute mal an den Laptop setzen. Ich habe meinen Laptop die letzten 2 Tage nicht mal angefasst. Wirklich gar nichts. Aber ich muss. Also ich habe 1, 2 wichtige Mails heute Morgen beantwortet, einfach vom Handy halt aus. Ich habe nur so 1, 2 wichtige E-Mails, die musste ich beantworten, weil bei dem einen musste zum Beispiel jemand bis heute eine Antwort bekommen. Die habe ich jetzt gerade schnell heute Morgen vom Handy aus beantwortet. Aber ansonsten steht eigentlich auch nicht großartig was an. Ich habe mir heute auch noch freigelassen sozusagen von Kooperationen. Ansonsten steht die Woche aber trotzdem echt einiges an. Also es wird doch nicht so gechillt. Aber ich würde gerne versuchen, heute mal ein Video zu schneiden und online zu stellen, weil jetzt kam 2 Tage nichts. An sich, mir haben auch ganz viele von euch geschrieben, hey Amanda, stress dich nicht, dann nimmst du dir mal eine Auszeit und so weiter und so fort. Niesanfall. Ich wurde übrigens die letzten 2 Tage von meiner Allergie so verschont. Ich konnte ganz normal auf den Feldern bzw.
da am See, im Wald und so weiter, konnte ich ganz normal Shooting durchziehen, ohne dass ich die ganze Zeit niesen musste oder alles gejuckt hat oder sowas. Also es war richtig gut. Da hatte ich wirklich Glück gehabt, muss ich sagen. Geht's auf jeden Fall rein, werde was frühstücken, chillen und versuchen dann zu arbeiten. Ach so, genau. Ich habe jetzt echt kein schlechtes Gewissen, dass ich an meinem Hochzeitstag und einen Tag später wirklich gar nicht gearbeitet habe und sowas. Darum geht's überhaupt gar nicht. Ich glaube, ich würde mir sogar noch ein, zwei Tage so zum Chillen frei nehmen. Ich habe da echt kein schlechtes Gewissen. Ich habe gestern auch schon Instagram-Stories gemacht und immer wieder was hochgeladen und versucht, euch so ein bisschen teilhaben zu lassen. Das Problem ist nur, der gute alte Algorithmus. Es ist wirklich so, dass der einem, wenn man wirklich mal ein, zwei Tage nichts postet, so einen reindrückt. Das ist so, 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 so krass. Also wirklich, man kann jeden Tag posten, aktiv sein, alles ist toll. Wenn du dann mal ein, zwei Tage nichts machst, auch aus was für Gründen auch immer, und dann mal wieder zum Beispiel ein Foto postest oder ein Video postest, dann das wird einfach nicht allen angezeigt. Das ist so, ich hasse den Algorithmus. Es ist so zum Beispiel bei Instagram. Die ganzen, wenn ich jetzt ein Foto online stelle, dann wird es ungefähr 10% meiner Follower angezeigt. Und dann schaut der Algorithmus, wie reagieren diese 10% da drauf. Wenn zum Beispiel dann von 100 Leuten 2 liken und vielleicht ein Kommentar kommt, dann sieht der Algorithmus, aha, das Foto scheint nicht interessant zu sein, das zeigen wir auch dann niemand anderen. Wenn es aber so ist, dass zum Beispiel 50 Leute liken und 10 Leute kommentieren, dann merkt der Algorithmus, aha, scheint ein bisschen interessant zu sein, dann zeigen wir es nochmal weiteren 10%. Mal gucken, wie die drauf reagieren. Und wenn das wieder positiv ist, dann wird es erst mehreren Leuten angezeigt. Es sei denn, man hat die gute alte Glocke aktiviert, sowohl bei Instagram als auch bei YouTube kann man ja überall aktivieren, dass man von diesem YouTuber oder von diesem Instagrammer immer alles angezeigt haben möchte. Und das wäre so, so, so toll, wenn ihr das machen würdet, weil man kriegt so viele Sachen überhaupt gar nicht mit. Das ist so krass. Also ich merke das immer wieder, dass wenn ich irgendwie ein Foto poste, dass es so, ja, manchmal merke ich, dass ich am zweiten, dritten Tag plötzlich erst so mehrere Likes bekomme, weil der Algorithmus einfach sich denkt, ich zeige das erstmal ein paar und dann haben es ein paar gesehen, aha, ist gut angekommen, dann zeige ich es nochmal ein paar. Also es ist so, so, so ärgerlich. Ich finde es so ätzend, dass nicht einfach, wenn ich jemanden, weil ich bin zum Beispiel so, ich habe halt einfach wenig Zeit. Ich schaue gerne mal in Instagram rein und dann scroll ich so rum. Aber ich habe die Zeit zum Beispiel nicht, auf einzelne Accounts zu gehen und zu gucken und so weiter und so fort. Und ich habe bei manchen, die ich halt so unbedingt schaue, wo ich immer alles wissen möchte und alles sehen möchte, habe ich halt diese Funktion aktiviert, aber halt nicht bei allen. Und da ist es, aber manchmal ist es voll schade, weil dann sehe ich manchmal irgendwie plötzlich von jemandem ein Foto und es ist dann irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, letztens habe ich bei einer gesehen, die hat dann eine Schwangerschaft verkündet und dann habe ich gesehen, das Foto war einfach schon 5 Tage alt. Also, und es wurde mir dann jetzt erst angezeigt, weil es dann halt gut angekommen ist und dann wurde es mir auch angezeigt, ja. Also eigentlich, ich müsste das mal machen, durch meine ganze Liste gehen und bei allen die Glocke aktivieren, dass man einfach von allen, denen man folgt, weil man folgt ja eigentlich denjenigen, weil man ihn gut findet und dann will man ja auch die ganzen Sachen von demjenigen sehen. Deswegen, ja, zum Beispiel bei den ganzen Firmen, da muss man vielleicht nicht alles immer sofort sehen. Da ist mir halt, sind die Leute eher viel wichtiger als jetzt die Firmen an sich. Aber keine Ahnung. Ich finde es total blöd und total ätzend. Deswegen, das ist voll lieb von euch, dass ihr alle so geschrieben habt. Hey, nimm dir eine Auszeit, gönn dir und so weiter und so fort. Aber das Problem ist, in meinem Hinterkopf ist immer der Algorithmus. Und ich weiß ganz genau, wenn ich 1, 2, 3, 4, 5 Tage nichts poste und das Gleiche ist auf YouTube. YouTube ist noch schlimmer. YouTube ist so, 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 so krass. Also ich weiß ganz genau, ich hatte einmal, wo ich ein paar Tage nichts gepostet hatte. Ich weiß gar nicht, ob das vom Urlaub war dann oder ob ich krank war. Ich weiß gar nicht. Oder von den Geburten. Ja, da hatte ich dann auch immer zwar vorgearbeitet, aber halt nicht so, so, so viel. Und da merke ich dann immer sofort, dass die Videos weniger geklickt werden oder dass dann von YouTube nicht so viel Werbung, weil es gibt verschiedene Arten von Werbung. Es gibt gut
bezahlte Werbung, es gibt schlecht bezahlte Werbung, es gibt diese Doppelwerbungen, es gibt die Werbungen, die man durchlaufen lassen muss, die so 12 bis 15 Sekunden gehen. Dann gibt es die Werbung, die man nach 5 Sekunden wegklicken kann. Das sind natürlich die schlecht bezahltesten in Anführungszeichen. Das Ding ist aber, welche Werbung gespielt wird, entscheidet YouTube, nicht der YouTuber. Ich kann als YouTuber nur sagen, ich hätte gerne in meinem Video 2, 3, 4 Werbungen an der Minute. Das kann ich noch entscheiden. Ich kann sagen, an Minute 5, an Minute 10, an Minute 15 in einem 20-minütigen Video, dass man sagt, alle 5 Minuten zum Beispiel eine Werbeunterbrechung. Aber welche Unterbrechung dann kommt, das kann ich nicht entscheiden. Ich kann nicht sagen, ich hätte gerne Doppelwerbung oder ich hätte gerne eine Werbung, die nach 5 Sekunden weggeklickt werden kann oder eine Werbung, die durchläuft. Das kann ich nicht entscheiden. Und somit ist es auch immer vom Verdienst her bei YouTube total unterschiedlich. In einem Monat ist es so, im nächsten Monat ist es so. Und man merkt einfach, wenn man regelmäßig Content liefert, dass YouTube das belohnt und man das einfach merkt. Und wenn man mal einfach 3, 4 Tage nichts gemacht hat, dass YouTube das auch merkt und einen dann auch belohnt im negativen Sinne. Und man merkt es einfach, das ist so krass, das ist so heftig. Selbst wenn ich dann irgendwann mal sage, okay, ich stelle dann einen Tag 2 Videos online und sowas. Also man braucht ungefähr einen Monat auf YouTube, um das wieder gut zu machen, dass man mal 4, 5 Tage nichts gepostet hat zum Beispiel. Dann denkt YouTube, aha, die ist weg, gut, die ist nicht mehr interessant. Und wenn ich dann plötzlich wieder ankomme, dann ist es sozusagen erstmal, muss man erstmal wieder zeigen, dass man regelmäßig da ist, dass die Zuschauer das schauen und so weiter und so fort. Also das ist echt richtig, richtig krass. Der Algorithmus, sowohl bei YouTube als auch bei Instagram, aber bei Instagram ist er halt auch richtig, richtig krass. Allein, dass halt eben nicht jedem das Foto zum Beispiel angezeigt wird. Das ist so krass. Auch bei meinen Instagram-Stories. Ich merke das so heftig. Ich habe wirklich nicht so viele Zuschauer auf Instagram-Story. Ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, dass ich halt eben Daily-Vlogs drehe und dass man da halt eben schon viel sieht. Aber auch, dass es nicht so vielen angezeigt wird. Also wenn ich jetzt bedenke, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Geburtstagssachen zeige oder auf jetzt zum Beispiel zu meiner Hochzeit, da waren locker 5-mal so viel Zuschauer insgesamt, wenn man es hochrechnet, wie sonst. Das ist echt krass. Ich werde jetzt auch mal auf Instagram so eine Umfrage machen und so weiter, was die Leute sehen wollen. Aber meistens kommt dann, hey, ganz normale Sachen aus dem Alltag. Da kommt gar nicht speziell, zeig mir, wie du dich schminkst oder zeig was von den Kids oder sowas. Das heißt meistens, zeig einfach was Gängiges aus dem Alltag. Das ist eigentlich am interessantesten. Ja, keine Ahnung. Also das mit Instagram Story, das verwundert mich tatsächlich schon seit vielen, vielen Monaten, dass es wirklich so wirklich wenige Zuschauer sind und dass es weniger sogar geworden sind mit den letzten Monaten, als dass es irgendwie gestiegen ist. Also meine Followerzahl steigt zwar immer, aber von den Stories, keine Ahnung, vielleicht mache ich zu lange Stories oder ich weiß es nicht. Aber irgendwie was muss ich da ändern. Aber das werde ich jetzt alles nach und nach in Angriff nehmen, aber deswegen, das ist der Grund, warum ich mir gar nicht großartig eine Auszeit nehmen kann, weil ich sonst wirklich in den Miesen stehe sozusagen bei YouTube und Instagram und es einfach nicht so ist, dass man sagt, ach, ich fange jetzt wieder an und dann ist alles wieder so wie davor, sondern du brauchst wirklich Tage, Wochen, teilweise Monate, bis du wieder auf diesem Stand bist, wo du davor bist, wo du regelmäßig Content geliefert hast. Das ist halt echt richtig, richtig mies. Und das tut einfach nur weh. Und deswegen weiß ich, dass ich das einfach nicht machen kann, zu sagen, oh, ich nehme mir mal eine Woche Freizeit oder sowas, Auszeit oder sowas. Das funktioniert nicht. Leider. Ja. So viel dazu. Wir haben gestern übrigens nicht mehr großartig was gemacht. Wir haben die ganze Zeit im Garten gechillt. Wir haben uns, mein Mann hat ja irgendwann Essen geholt. Wir haben uns Lamajun und Döner geholt. Lamajun war so lecker gewesen. Ich hole ja immer ohne Fleisch, einmal komplett so die vegetarische Variante mit einfach nur Salat und Soße drin und scharf. Es hat so gut getan, vor allem bei dem heißen Wetter, sowas nicht so krass warmes halt eben zu essen.
Genau. Die Kids waren dann noch mal baden gewesen. Und als die im Bett waren, haben wir eigentlich auch noch gechillt. Ich habe euch kurz eingeblendet. Ach, ich habe morgen den Werkstatttermin. Ich muss den unbedingt absagen, weil wir haben das ja hinbekommen hier mit den Außenspiegeln. Da muss ich gleich mal anrufen. Genau, wir hatten hier irgend so einen Knopf gefunden, wo auf einmal die Außenspiegel wieder ganz normal ein- und ausgeklappt sind, ohne dass irgendwas gewesen ist. Und beim Putzen sind wahrscheinlich meine Männer an diesen Knopf rangekommen und ja, habe ich mir jetzt einen Werkstatttermin gespart. Ja, was wollte ich sagen? Wir haben gestern noch die ganzen Geschenke ausgepackt. Genau, wir hatten so ein paar Geschenke bekommen. Hatte ich euch kurz gezeigt. Dazu gehörte auch noch ein Bäumchen, Zitronenbaum. Den hatten wir aber schon rausgestellt, weil der einfach unglaublich schwer ist. Das wirklich, das Ding wiegt, keine Ahnung, wie viele Kilo. Das ist so krass. Ich zeige den euch auf jeden Fall noch. Der ist ganz klein, aber trotzdem ist der super schwer. Genau, aber hauptsächlich hatten wir halt eben Geldgeschenke bekommen. Genau. Und das Gästebuch haben wir aber noch nicht durchgeschaut, aber da wurde, haben wir schon gesehen, wir haben so kurz mal durchgeblättert, da wurde fleißig reingeschrieben und reingeklebt und Fotos und so weiter, also richtig schön haben sie das gemacht, die Gäste. Aber wir haben, gestern waren wir so müde, nachdem wir dann alle Umschläge aufgemacht haben, alles durchgelesen haben, es wurden ja auch ganz, ganz viele Texte reingeschrieben und bis wir das alles durch hatten, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es gewesen ist, also irgendwie so um 11 rum oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Und wir waren echt, echt, echt müde. Und dann haben wir gesagt, komm, morgen früh, wenn die Jungs im Kindergarten sind und wir gefrühstückt haben, dann können wir uns ganz in Ruhe mal das Gästebuch anschauen und durchlesen. Und dann sind wir auch fit und können mal wirklich richtig alles aufnehmen. Genau. Ja, so viel dazu. Ich werde jetzt mal reingehen und dann schaue ich mal, ob ich euch noch irgendwie ein paar Eindrücke zeigen kann oder ob ich mich morgen dann wieder richtig, richtig, richtig melde. Aber ich zeige euch mal vielleicht ein bisschen was vom Gästebuch. Genau. Also, bis später, ihr Lieben.